mit Need for Speed Unbound. Wir fahren heute Geld wie Heu. Auch ein Rennen, was wir eigentlich schon ein paar Mal gefahren haben, aber wir brauchen die Kohle. Süße, bist du da? Ich habe uns Hackbraten zum Abendessen gemacht. Bürgermeisterin Stevenson sollte für alles gerade stehen, was sie getan hat. Süße, kannst du mich hören? Was machst du denn da drin überhaupt? Raus aus meinem Zimmer, Mom. So redest du nicht mit mir, junge Dame. Ich komme gleich rein und... Bleib einfach draußen, ja? Genau davon rede ich. Diese Unterdrückung muss aufhören. Was machst du da? Mit wem redest du? Sekunde. Machst du einen Podcast? Nieder mit dem Polizeistaat der Bürgermeisterin. Elia Michelle Stevenson. Hast du mich gerade im Radio schlecht gemacht? Egal, ob du meinen vollen Namen benutzt. Oh, Mom, das ist das Internet. Du bist so ein Boomer. Junge Dame, mach das jetzt sofort aus. Ich mache das nicht aus. Ich lasse das an und die Leute werden das hören. Geh raus. Ich habe das Recht auf freie Meinungsäußerung. Versuch's doch. Na los. Und ich habe das Recht als Mutter, dir deinen Internetzugang zu sperren, Fräulein. Wow. Das Mittagessen wird unangenehmer als das eine Mal, als Rydell Rinderbrust bei Lakeshores Vegan Food Fest serviert hat. So, warum auch immer der jetzt die ganze Zeit meckert und sagt, hier, nee, Auto fehlt. Wie gesagt, ich vermute, dass es hier der Mercedes ist, warum auch immer. Dass ich den nicht benutzen darf. Das ist bestimmt der Mann. Natürlich, nur weil ich abgebogen bin. Tschüss. Zielperson zuletzt in den Griffith Parklands. Wir sind vor Ort und schließen uns der Verfolgung an. Ich will doch nur das Auto mitnehmen. Fahrzeug ist von der Straße gefahren. Stopp! Es wurde hart gehabt. Nicht mehr so mutig, hä? Zu viele Fehler. Jetzt habe ich natürlich das scheiß Cops aus beziehungsweise versuchen abzuhängen. Zentrale 4440 hat den Freeway erreicht. Weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Wir brauchen mehr Wagen, die sind erwischt. Zielperson bei North Oaks untergetaucht. Das hat sich erledigt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder zum Dings kommen. Ich hasse Cops. So. Dann fahren wir Geld wie Heu. Ach, guck mal, unsere besten Friends sind wieder da. Wir machen mal gegen das T-Shirt. Wir haben ja den ersten Martin an Bord. Bist du bereit? Ja. Du nicht? Er muss noch ein bisschen, er muss erstmal in Schwung kommen.
Klar, dass du natürlich jetzt wieder auf die Idee kommst, ich könnte ja nochmal. Cha-cha, komm her. Wir spielen die Nummer gerne das Ende. Kann doch nicht sein, dass ich ja mindestens immer, dass ich einen da vorne weg habe. Ich habe natürlich den Checkpoint verpasst. Ich hab natürlich den Checkpoint verpasst. Es geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, ey. Ja, dann muss ich die Nummer nochmal neu starten. Hast du mich erschreckt? Mir geht der Dings auf den Sack, der Urus da hinten mit mir auf den Sack. Müsst ein bisschen aufpassen hier, weil die Olle, der Olle, ziemlich direkt hinter mir hängt mit der Karre. Das ist so sicher? Okay. Das war mir so klar. So, ich hab die Cola eingesackt. Ich dachte mir echt, der Scheißkopf, der geht mir, der versaut mir mein komplettes Rennen noch. Aber nein, aber nein. Ach, was war's? Der letzte war. Wow, wir müssen jetzt echt dieses Auto mal wegbringen. Weil, Kops, ich vermute, dass wir jetzt nochmal Kops an der Backe haben, dass wir die... Ja, natürlich! Warum sollten die auch? Komm schon, geh dran,
Info auf Kennedy Test Track entwischt. Suchen wir nach diesem Tank. Darf ich? So. Gut, dann fahren wir die Nummer. Da hoffentlich jetzt erstmal nach Hause. Wir müssen kurz mal hier. Ich nehme jetzt ein bisschen die. Wow. Schnellere Variante. Ja, also das nervt mich so ein bisschen, dass ich dann nach der... Wow, das sind 4000 Meter. Ja gut, das hat seine Gründe... Alter. Mich nervt, dass ich nicht ins Safehouse kann. Ich wäre nämlich da jetzt. Du hast mich doch nicht gesehen! Wie schnell? Das Arschloch aus! Verdacht Person in einem ersten Martin. Zielperson in Cyril Heights gesichtet. Schnappt sie euch. Ich muss die Karre wegbringen. Nagelbahn voraus. Bring der. Was? Achso, das ist. Na, macht ihr mal, verpisst euch einfach mal. Aber ich habe eh genug Bodeneinheiten noch neben mir. Ich will die eigentlich mehr oder weniger mal loswerden. Du müsst nämlich dringend weg. Das kannst du mal ganz schön gewaltig knicken, Kollege. Straßensperre wird eingesetzt. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Southland Drive. Wir sind raus. Das hast du gerade nicht getan. Das war's schon mal für dich. Zentrale, wir durchsuchen die Umgebung nach dem Ziel. So, jetzt versuche ich mich zumindest so halbwegs schnell wie möglich in die. Der fährt genau auf der Route, die ich haben will.
fahre jetzt bewusst hier außen irgendwo lang, um einfach mal sicher nach Hause zu kommen. Oh, der Kopf geht mir auf den Sack. Ich hatte gehofft, dass ich nicht mehr los bin. Nein, er fährt genau die Strecke. Vielleicht habe ich es dann überhaupt noch zur Basis. Ach nee. Okay, ich bin da. Er fährt oben lang, ich fahre hier unten lang. Wir suchen mal die Garage auf. Wir haben jetzt 115.000 wieder auf der Hand, aber wie gesagt, ich wundere mich, dass ich halt gebe ich nicht ins Grand darf. So. Warum darf ich nicht das Auto? Was meckert der für einen Wagen, was ich für einen Wagen habe? Ich habe alle vier Autos. Wagen benötigt. Ich befürchte, dass ich den Mercedes nicht nutzen darf. Das wäre natürlich Katastrophe, weil das ist ein schönes Auto. Den hätte ich so gerne behalten. Bei den Racern, die in unserer Stadt ihr Unwesen treiben, ist meine Botschaft offensichtlich noch nicht angekommen. Heute Nacht wird das LPD in höchster Alarmbereitschaft sein. Was auch immer diese Hooligans vorhaben, wir sind bereit. Warum sagt die wir? Als ob die irgendwas tun würde. Kiddo, kannst du dir vorstellen, wie Stevenson in dem Crown Vic angefahren kommt? So. Ja, ich finde jetzt gerade keine Informationen dazu, weil ich habe gedacht, okay, vielleicht ist ja wirklich der Mercedes gesperrt. Ich befürchte, dass ich, wie gesagt, dann nochmal was machen muss. Ich fasse jetzt mal die Kohle zusammen und dann gucken wir mal, was der meckert. Aber wie gesagt, ich vermute, dass er der echte meckert hinten mit dem Mercedes ein bisschen Probleme hat. So, was gucken wir, was haben wir denn noch so ein Rennen? Also heute definitiv nichts mehr, klar. Riskant, Schnellreise. Auch hier wäre so ein Ding, das haben wir auch schon ein paar Mal gefahren, aber ja, es waren wieder 32.000 für 8.000. Ja, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau. Und dann geht's weiter mit Need for Speed an Band.